$5 sind geschenkt. Sie sehen reichlich geschafft aus. Ich habe einen fürchterlichen Kater. Merkt man das nicht? Also bis später. Dann auf Wiedersehen. Okay, das okay. Hat sich schon mal nicht so gelohnt. Gummischleuder? Das tut sich nicht. Nee, kann man eigentlich nicht machen. Bombe. Das klappt nicht. Kann man überhaupt irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Später wahrscheinlich. Ja. Der Bank ist auch noch nichts los. Ich will mal einen Scharlatan vielleicht. Das... Hallo, Doc Scharlatan. Hallo? Verrat? Komm. Aber... Keine Sorge. Oh, Brauner, da... Das ist... Das ach, hören Sie... Schon. Was halt? Sprich, es ist ganz hast du mit dem Scharlatan schon mal komplett gesprochen? Na. Nee. Ja. Was man alles? Sieht, sicher? Das ist ja... Tja. Achso, ja, so, so oder? Wie das immer. Ich versuch's mal. Klar, dann passen... ...redet viel und tut rein gar nichts. Guten Tag, mein Herr. Wer sind Sie? Sehen Sie? Ich wusste, dass Sie etwas Ähnliches fragen würden. Ich bin der famose Doc Wiedler, Handelsvertreter und Hobbyzauberer. Und darüber hinaus bin ich Ihr Mann. Was soll das denn heißen? Sie sollten wissen, dass ich mal eine Freundin hatte und es hat mir sehr gefallen und... Ich meine, ich kann jegliches Problem lösen, das wir haben könnten. Ich kann sogar Probleme lösen, die Sie noch nicht haben. Wie das alte Sprichwort sagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gott bewahre noch so ein großspuriger Scharlatan wie aus dem Shoppingsender. Einer von denen, die dir noch ihre eigene Mutter andrehen. Meine Güte! Nichts. Sie haben ein kleines Vertrauensproblem. Ich kann Ihnen Zäpfchen verkaufen. Da sind offenbar eine... Hände des heiligen Hergo wirken. Ihre Nerven werden sich sofort beruhigen. Da sind offenbar ein... Kann ich Ihnen gleich welche verkaufen und wir regeln den Rest später. Glauben Sie nicht, dass Sie mich so einfach über den Tisch ziehen können? Ich versuche nicht, Sie zu betrügen, mein Herr. Aber wenn Sie mir einen Kommentar gestatten, beim Kauf der Hose, die Sie da anhaben, hat man Sie wirklich auf den Arm genommen. Meinen Sie? Ich bin damit sehr zufrieden. Ich trage sie seit 20 Jahren. Was für ein Mann? Sie sieht aus wie neu. Wie Sie meinen. Und was ist mit Ihrer Kraft? Ich bin gesund wie eine deutsche Volkspartei. Und was ist mit Ihrem Atem? Ich habe keinen Atem. Was soll das heißen, Sie haben keinen? Wir alle haben einen Atem. Die Frage ist nur, ob er gut riecht oder nicht. Ich möchte hiermit zu Protokoll geben, dass mein Atem kein schlechtes Odeur hat. Ja, vielleicht jetzt noch nicht. Aber Sie sind Trinker. Und Sie wissen, dass man nach dem Trinken immer riechen kann. Klar doch. Und wie gut das dann riecht. Ganz Ihrer Meinung. Lassen Sie uns über was anderes reden. Sehen Sie sich mal an. Sie haben keine Muskeln, nur einen Schwabbelbauch. Was soll das heißen? Ich habe keine Muskeln. Wir alle haben Muskeln. Die Frage ist nur, ob sie von Fett umgeben sind oder nicht. Ich zum Beispiel habe die gleichen Muskeln wie Stella. Aber hätten Sie nicht gerne einen Waschbrettbauch? Wozu denn das? Damit mir die tolle Hose nicht mehr passt? Außerdem ist es immer praktisch, einen Rettungsring dabei zu haben. Wie Sie möchten. Wenn Sie es lieber schwabbelig mögen. Ich habe tolle Dragees, damit Sie Ihr Mädchen trotzdem behalten. Ich kann sogar erreichen, dass... Hören Sie auf damit! Ich will so bleiben, wie ich bin. So ist das also. Wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der nur so vor Selbstbewusstsein strotzt. Der auf Wolke 7 schwebt. Sagen Sie mal, welche Farben haben die Sonnen Ihres Planeten? Das gibt es doch nicht. Jeder Mensch hat mindestens ein Problem. Etwas werden Sie doch haben. Eigentlich nicht. Sodbrennen? Nein. Magenschmerzen? Nein. Schuppen oder Blinddarmentzündung? Oh Mann. Prostata? Ja. Ich wusste es. Was ist denn? Haben Sie keine Prostata? Ich meinte, ob Sie Probleme mit der Prostata haben. Wenn ich ehrlich bin, nein. Und wissen Sie, warum ich so gesund bin? Weil ich immer bestimmte Tabletten nehme. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen den Namen, dann können Sie sich welche kaufen. Das ist das Letzte. Das fehlte mir noch. Beruhigen Sie sich.
Ich kann Ihnen ein wunderbares Nervenmittel empfehlen. Sie brauchen nichts zu sagen. Ich kenne was für ein merkwürdiger Typ. Hören mit Ihnen zu reden. Sie sind ein Kartengenie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben mir gut gefallen. Und da ich Halbzauberer bin... verstehe. Sie sind nicht groß genug, um ein ganzer Zauberer zu sein. Und in der Hauptmanege... Was sagten Sie? Nichts. Gar nichts. Könnten Sie nicht einen Trick ohne Karten vorführen? Die Kartentricks sind nicht so spektakulär. Szenenmagie. Klar, doch, warum nicht? Eine meiner leichtesten Übungen. Sehen Sie mal. Okay. Hey, ob Sie mir auch ein Hähnchen mit Pommes. Komm zu Papa. Hast du den genommen? Ah, cool. Ich erst heute Mittag vorgeführt und darf ihn nicht wiederholen. Das Syndikat erlaubt es nicht, wissen Sie? Merkwürdiger Zauberer. Machen Sie sich nichts draus. Ich kann aus dem Stapel jede Karte herauszaubern, die Sie sich wünschen. Peanuts, das kann doch jeder. Von wegen. Ich benutze... Das kitzelt in der Tasche. Mal wirklich schwierig. Soll ich Ihnen einen Trick vorführen? Wenn ich ehrlich sein soll, lieber nicht. Schade. Willst du dann schon mal weitergehen? Wo denn? Weiß ich nicht. Wir wollten doch zum Schamanen eigentlich, oder nicht? Und dann die Kaninchen als Opfergabe. Das ist ein bisschen böse, oder? Das kitzelt? Irgendwie so... Ja, das kann natürlich... Ich probier's mal. Komm ich denn hier raus? Ist das denn nicht ein Stofftier einfach? Oder sagt das kitzelt in der Tasche, wenn ich ihn andrücke? Ah, okay. Naja, man kann es ja mal probieren. Jopp. Wem muss das geben? Dem ja, hier? Dem Medianen? Ja, ich denke mal. Ihr Jagdbeute bringen. Oh. Gute Gabe für Schamane. Sehr gut. Ihm sehr gefallen, Kaninchen in Knoblauchsoße. Folgen mir. Danke, großer Häuptling. Sehr gut. Dieser Tipi von Schamane, weisester Mann des Stammes. Ihr jetzt alle Fragen stellen könnt, die ihr wollt. Wenn ihr respektvoll sein, Schamane eure Welt erleuchten werden. Danke, großer Häuptling. Gott. Schau mal, dann mal los. Das ist ein Video hier. Hallo, seid ihr gehört? Was? Welche Gelüste, du? Was erlauben dir? Nein, hallo, ich grüße. Was? Welche Brüste? Ach, lassen wir das. Der Typ hat ein Gehör wie die Superstars und Dieter zusammen. Hörgerät. Er hört uns nicht, er hat zu schlechte Ohren. Zu schlechte Ohren? Vielleicht mit der Trompete? Ja. Hast du die noch? Ich kann ihn noch die Beine absägen. Oh. Dies ist für euch, guter Mann! Falls ihr es mitkriegt. Danke, junger Freund. Die Götter es dir vergelten. Okay, jetzt. Hallo? Könnt ihr mich jetzt hören? Na klar doch. Ich nicht taub sein. Was wollen? Gut. Was raucht ihr bloß? Riecht ja schlimm hier. Hey. Oh nein. Ich fühle nicht halten können. Nicht wieder geschehen. Ist das nervig mit diesem Schamanen? Ich nicht an Besucher gewöhnt. Niemand mehr lieben diesen armen alten Mann. Das ist sehr traurig. Wie das? Seit Stamm Kriegsbeil begraben. Niemand mehr sich kümmern um Zukunft. Alles sich nur beschäftigen mit Skalps beschaffen, um Mäntel zu nähen und sie in Starek City zu verkaufen. Ah, ich verstehe. Die berühmten Armanitu-Mäntel. Armanitu. Ja, du lachen. Aber Stamm endgültig zerstört, wenn nicht bald Kriegsbeil gefunden. Das ein, was großer Schamane gesehen. Und wo ist das besagte Kriegsbeil eingegraben?
in altem Bergwerk. Aber das jetzt Ukuto Okama Matuso gehören. Wem? Ukuto Okama Matuso. In Stammesdialekt bedeuten zotteliges, schmutziges Wesen. Gekommen von der anderen Seite des Mississippi. Na dann, nehmt es ihm weg und alles wird gut. Aber nicht doch. So einfach nicht sein. Du Okutos schlechte Laune nicht kennen. Na na, da steckt doch was anderes dahinter. Ha, ihr seid ja nur ängstliche Hühner. Du Schweigen. Bevor du von ängstlichem Huhn zu...